Wenn uns im Leben Schwierigkeiten, Probleme begegnen, ist es in der Regel so, dass wir als Menschen murren und Sorgen machen, zweifeln, über die Situation klagen und jammern. Und das Fatale daran ist, dass das an der eigentlichen Situation nicht das Geringste ändert. Im Gegenteil, das Problem wird immer größer und größer für uns, immer dramatischer. Je mehr wir uns damit beschäftigen, und irgendwann blockiert es unser ganzes Leben. Die Bibel fordert uns auf, zu preisen, dem Herrn zu loben, zu danken, egal wie die Umstände aussehen. Weißt du, der gleiche Aufwand, den du betreibst, um zu murren und zu klagen, die gleiche Zeit, gleiche Mühe, die du da rein investierst, die kannst du eigentlich auch nutzen, um Gutes zu tun. Auf das zu schauen, was Gutes in deinem Leben ist, dankbar zu sein für die Dinge, die gut laufen, den Herrn zu preisen und zu loben. Und das ist eigentlich einer der Schlüssel zu einem erfolgreichen Leben, indem man sich von den Umständen nicht so blockieren lässt, dass man murrt und klagt und zweifelt, sondern indem man sagt, egal wie die aussehen, ich preise den Herrn. Ich habe eine interessante Geschichte gelesen von einer Frau, die berichtete über ihre Mutter. Die waren Pastoren und es kam immer mal wieder vor, dass es Schwierigkeiten gab. Richtige Notsituationen, Probleme. Und sie sagt, wenn wir als Kinder, wenn unsere Mutter dann gesagt hat, pass auf, ich gehe nicht ans Telefon, ich gehe nicht an die Tür, ich blockiere diesen ganzen Tag, ich werde an diesem Tag nur den Herrn preisen, dann wussten die Kinder, okay, da ist irgend jetzt ein Problem, da ist eine Notsituation. Und die Mutter hat das dann gemacht. Die ist den ganzen Tag mit erhobenen Händen durch die Wohnung spaziert, hat den Herrn gepriesen, hat ihn gelobt. Und die Frau schreibt in ihrem Bericht, es hat immer funktioniert. Es hat immer die Not gelöst. Der Lobpreis, den diese Frau genommen hat, wo sie einfach gesagt hat, ich werde den Herrn preisen, bis dieses Problem durchgeht, hat jedes Mal den Durchbruch gebracht. Vielleicht ist das das, was du in deinem Leben probieren sollst. Hör auf zu jammern und zu klagen und dich zu sorgen und fang an, den Herrn zu preisen. Lobpreis ist eine scharfe Waffe, durch die du die Mächte der Finsternis, die dir widerstehen, in die Flucht jagst. Lobpreis ist etwas, was wirklich einen geistlichen Durchbruch bringt. Das finden wir in der Bibel auch immer wieder. Ein kleiner Tipp am Rande, mach in deinem Haus Lobpreismusik an, und zwar rund um die Uhr. Besorg dir ein paar Lobpreis-CDs, stell deinen CD-Player auf Auto-Reverse und lass es laufen. Lass es auch die Nacht über leise laufen. Es wird die Atmosphäre in deinem Haus verändern. Wenn du in deiner Gemeinde, wenn du in deiner Firma, wenn du bei dir zu Hause die Atmosphäre ändern willst, fang an, Lobpreis zu machen. Es wird die Dinge in eine andere Situation bringen. Ich bin sicher, wenn du anfängst, den Herrn zu preisen und aus diesem Murren, Motzen, Zweifeln-Modus rauskommst, dann wirst du erleben, Gott hat viel mehr für dich.